Hallo, ich bin Sebastian Sterzig. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Die Kunst des Malens ist des Hirtes innerer Friede. Eine Farm kann nur dann existieren, wenn auch das Gemälde existiert. Malen ist toll. Niki? Dankeschön. Ich fühle jetzt schon die Kunst in mir sprudeln. Niki? Niki? Wo bist denn du? Hier kommt der Kitzelkönig. Ah, schön. Das Werkzeug meiner Wahl. Niki, ich bin noch nicht ich ohne die richtige Ausrüstung. Bitte hilf mir dabei, ja? Doch, doch. Oh, sorry. Brauche ich mein... Oh, das Tape, das zieht. Ach, ist das schön. Ich bin ja... seit einiger Zeit jetzt Content Creator. Aber was der ein oder andere nicht wusste, ich male für mein Leben gern. Und wir sind hier in meinem, naja, ich will jetzt nicht sagen Palast, aber in meiner bescheidenen Bude. Und ich habe hier schon was vorbereitet für uns. Ne? Ich werde andauernd gefragt, Sterzig, wir lieben deine Bilder, du bist ja nur am Malen. Deshalb werden wir heute Bestellungen der Mitarbeiter annehmen. Und dann werden wir das hier an die Leinwand bringen. Oder wie der Profi sagen würde, ein Gemälde ist wie ein Fenster in das Leben der Menschen, die man liebt. Nur die Liebe selbst ist stärker. That's deep. So I thought today we'd do a happy little painting. Ich gehe mal einen Schritt nach vorne. Und nicht so nah, Schätzchen. Wir haben Bestellung. Du, Niki, du bist ja hier hinter der Kamera. Was ist denn unsere erste Bestellung? Ein Otter mit John Wick Frisur. Ich liebe Malen und ich liebe Otter. Ich habe hier natürlich auch was vorbereitet. Ich habe hier immer etwas dabei, um mich beim Malen zu unterstützen. Hier oben übrigens könnt ihr alle jetzt mal draufdrücken, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe hier ein kleines Fenster, da kann ich zwischendurch Videos anmachen. Ich würde jetzt einfach mal gerne eine Vorlage raussuchen. To Spy Sea Otter. Ich suche den perfekten Frame. Oh, ist das süß. Lass uns loslegen. Wir haben eine schöne blaue Basis. Das Wichtigste beim Malen ist auch, dass man es nicht übertreibt. Die Eleganz ist des Schmiedes Kunst. Schuh. Oh, da kam ich ein bisschen ins Grün. Aber das hier ist kein Wettbewerb. Wir malen hier ein Bild, um jemanden lächeln zu sehen. It'll really make you feel good in here. Das ist auch das Einzige, warum ich heute hier bin. Das Bild ist blau, genau wie ich. Oh, schlagen wir uns die Scheiße aus diesem Pinsel raus, oh, hoppala. Just beat the devil out of it. Hier in der Mitte ist jetzt so ein dunkler Strich, ein Wellchen. Eine Welle von Emotionen, eine Welle von Liebe, aber auch eine Welle von Dingen, an unberechenbaren Sachen, die man niemals so erwartet hätte. Kommen wir nun zum Ott, zum Ottlich, Mr. Ottlich der Dritte. Ich male erstmal seine Basis in Braun. Mr. Ottrich, erscheine auf meinem Bild. Und dann haben wir noch seinen Ottrich-Kumpel hier unten, der hier auf dem Kopf sitzt und ein bisschen schaut. Damit haben wir auch schon die Basis des Otters geschafft. Das Fell des Ottrichen ist sehr witzig. Es besteht nicht nur aus einem Braun. Es hat eher etwas Gelbes an sich. Genau wie mein... Das sind seine süßen Händchen. Ach, scheiße. Ja, das sieht ja wunderschön aus. Oh Gott. Ist das scheiße? Naja. Jetzt geht es nämlich an die Details, meine Freunde. Feine Linien sind jetzt das, was wir benötigen. Denn jetzt
zeichnen wir die Seele des Tieres. Dieser Otter hat einen Lidschatten. Die Nase, eine Art, oh, ein Böslichott. Ich glaube, wir haben den Otter gut getroffen. Ich würde mich jetzt nur noch mal ein wenig um die Details kümmern. Ich bin ein großer Fan von Weiß, ja, und da machen wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen Glow ins Auge. Und jetzt ganz leicht machen wir einen Touch. Die Wellen herrschen da draußen. Gott, ist das schlimm. Oh mein Gott. Ich bin zufrieden. Die Haare fehlen. Welche Haare? Die John Wick Frisur. Oh, die Haare! Das Ding ist, die Haare sind einfach. Die gehen in einem Schwung. Vielen Dank. Bild Nummer 1. Liebe Solveig, ich hoffe, es gefällt dir. Mr. Oettrich, John Wicklich. Ich wäre nicht ich, wenn ich die Sachen nicht auch händisch ausliefern würde. Kunst ist es, wird es gut. Frau Brockhaus. Freut sich bestimmt gleich. Hi. Erinnerst du dich an deine Bestellung? Ja. Biber. Biber. Mit. Biber? Otter. Otter. Mit. John Wick Frisur. Kannst du die Leute nicht einfach in Ruhe lassen? Hast du das gemalt? Das habe ich für dich auf ein Gemälde auf Leinwand gebracht. Das ist ja hübsch. Danke, ich freue mich. Ich bin sehr glücklich. Die Kunst zaubert nicht nur mir ein Lächeln aufs Gesicht, auch den Mitarbeitern von Instinct. Kunst wäre nicht Kunst, wenn wir schon fertig wären mit dem uns gegebenen Bild von eben. Niki! Was wünscht sich Adrian Weise? Ein Schuh, wo ein Gartenzwerg rausguckt. Ein Schuh, wo ein Gartenzwerg rausschaut? Gute Wahl. Wir fangen an mit einer Basis. Ich stelle mir... Ich kann so nicht denken, Niki. Raus. Ah, ich hab's! Ich stelle mir eine grüne Wiese vor. Ja. Ja, eine grüne Wiese. Es könnte ein Vorgarten sein. Es könnte natürlich auch ein riesiger Schimmelpilz sein. Disgusting! Aber wie wir ja gelernt haben, die Kunst lässt interpretationsfrei Raum, ne? Ein rotes Backsteinhaus im Vorgarten. Das ist genau das, was wir hier gerade versuchen. Oh, was ist denn da? Oh. Ach du meine Güte, Niki. Ich bin eine kleine rote Farbe. Ich male mich jetzt hier komplett über das Grüne rüber, weil ich ein Stück Scheiße bin. Warum wünscht er sich ein scheiß Gartenzwerg? Wie wär's mit, weiß ich nicht, Freunde, Adi? Ich hätte ja Freunde malen können. Wäre einfacher gewesen. Mann! Oh, Meter noch eins. Welch schön Grundlag. Warum werden mir jetzt so viele Otter vorgeschlagen? Was ist das? Fantastische Vorstellung, ganz toll. Es ist wirklich einmalige Geschichte. Wahnsinnig schön, überraschend, diese vielen Elemente. Sehr, sehr, Dankeschön. Sehr toll. Die Farben, die Emotionen, die ja rübergekommen sind, Rot, waren wirklich grün. Toll. Also ich bin immer noch überwältigt. Ich auch. Ich habe mir mal nebenbei lustige Katzenvideos angemacht, nicht, dass ihr euch wundert. Malen wir einen Stiefel. Ich finde, ein Stiefel ist so der Inbegriff eines Schuhs. Ah! Das ist ein großer Schuh. Scheiße, ich habe den ein bisschen zu hoch gemacht. Aber das ist gar kein Problem. Ja, ihr denkt euch jetzt vielleicht, hä? Warum malt ihr da denn jetzt weiß hin? Trust the process, ihr Keks. Jetzt nämlich kommt Rot und Weiß. Scheiße, die haben immer einen roten Hut, ne? Der kriegt von mir einen dunkelroten. Wie macht man dunkelrot, Sterzig? Ihr Keks. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Okay. Und jetzt infiltrieren wir das Bild mit Seele. Bop.
Tja, eigentlich perfekt. Dieses Bild ist ein Rockstar unter den Gemälden. Es ist ein Meisterwerk. Adrian Weise, gern geschehen. Ich wäre nicht ich, wenn ich das Gemälde nicht wirklich Adrian Weise geben würde. Du, Ben? Ja. Wo ist denn der Adrian? Kacken. Kann ja nicht angehen. Adrian! Bist du bescheuert? Ich bin der Künstler. Sag mal! Du hast ja Gemälde bestellt. Ja! Kannst dich dran erinnern? Ja! Was hast du bestellt? Eine Socke in einem Anzug. Ein Gartenzwerg oder so? In einem Stiefel. Ja, genau! Boom! Oh! Was sagst du? Ehrliche Meinung? Finde ich gut. Darf ich das als Klopapier nutzen? Du, mach dir noch einen schönen Tag. Ja. Ich sag noch kurz einen Spruch auf. Die Kunst des wandernden Mannes ist des Schmiedes Frieden. Also gleich wird's unangenehm, ich muss pupsen. Perfekt. Tschüss. Tür! Die Kunst eines Mannes ist wie... Die Kunst eines Mannes ist wie... Niki, so sag mir, welch Kunde wir als nächstes haben. Max. Oh, Max, mein Lieber. Was will er? Er möchte eine Brotato-Figur und einen Mond, die sich gegenseitig angucken. Eine Brotato-Figur und einen Mond mit großer Nase, die sich anschauen. So, Leute, hallo und herzlich willkommen. Das ist also eine Brotato. Max, jetzt zeig nicht so auf mich. Das ist jetzt sehr interessant, denn wir brauchen einen dunklen Hintergrund. Ich tendiere gerade, ein paar Sachen zusammenzumischen. Ich denke hier an dieses tiefen Schwarz und dieses Dunkelgrün. Fangen wir an mit einem Horizontalstrich gen Süd. Dann malen wir jetzt ein Brotato. Glücklicherweise ein sehr einfaches Produkt. Wir versuchen jetzt, eine runde Form hinzubekommen. Versuchen wir die Beine. Ja. Ja. Dann zwei Ärmchen. Also ich finde, da haben wir schon was getroffen. Lass uns direkt anfangen mit dem Mond. Welche Farbe hat ein Mond? Orange? Wir machen einen Halbmond. Oder so eine Art Viertelmond. Es könnte jetzt auch eine Banane sein, ne? Und der bekommt jetzt so eine richtig asozial riesige Nase. Trust the process. Jetzt geht die Party erst richtig los. Ein rotes Stirnband für den Brotato. Wir kommen da auf den richtigen Nenner. Ich sag euch, oder auf den richtigen... Ah! Hat mich hier gerade jemand berührt? Oder auf den richtigen... Ah! Oh ja, Max wird sich unglaublich freuen, wenn ich ihm dieses Bild zeige. Pass mal auf. Ich finde, da haben wir einen Punkt. Wir haben hier bewiesen, dass mit Kunst alles möglich ist. Das, auf den ersten Blick, würde ich sagen, ist Safe Potato. Oh, mein Gesicht schwitzt. Lass uns um den Mond kümmern. Das ist ein Auge, das schaut nicht nur zur Potato, sondern tatsächlich auch in meine Zukunft und in mein Leben. Ich weiß nicht, wo ich damit hin will, aber jetzt brauche ich kurz eine künstlerische Pause. Inspiration, ich brauche Inspiration. We'll walk further than the man who loves the destination. So what's happened along that process? You've learned to love the journey, right? You love the journey. Er hat recht. Die paar Details kriege ich jetzt auch noch hin. Meine Mama hat damals immer schon gesagt, du bist ein Künstler, Sebastian. Mach einfach das, wonach dein Herz strebt. Ich glaube, was in diesem Bild noch fehlt, ist ein wenig Gewalt. Ein Kampf zwischen dem Mond und Brotato. Oh mein Gott, das könnte der Penis sein, ne? Max wird das schon richtig deuten. Hier, das ist eine Pistole. Ja, ein bisschen sprachlos bin ich. Ich nenne dieses Bild Brotatos
nächtliches Ende. Und ich glaube, gerade dieses Bild wird einmal sehr viel wert sein. Deshalb würde ich jetzt einmal darauf unterschreiben. Ah, oh, Mann, wird der sich freuen. Max, das ist für dich, Babe. Lass sie munden. Ich wäre ja nicht ich, ein Künstler von Welt. Entschuldigung für den Schweiß. Wenn ich nicht die Dinger auch, dann persönlich, ne? Ihr kennt das Spiel. Maximilian! Ja. Die Kunst hat auch dich nicht in Ruhe gelassen. Erinnerst du dich an deine Bestellung? Der Brotato mit dem Sichelmond? Ja. Alles gut. Dankeschön. Falco, danke. Ich zeig's mal der Kamera. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Also das ist ja kompletter Müll. Das naja, sieht aus das wie die Hexe Baba Yaga mit dem Riesenpickel. Pass auf, ich erzähle die Geschichte. Das ist ein Brotato, der Mond. Und der hält einen der Arm ist doch abgepaust. Raus. Der hält einen Arm raus mit einer Waffe. Die kämpfen. Ja, aber die halten ja beide die Waffe. Ist das so close? Komm, hallo, ich will auch. Also, das kannst du behalten. Geh bitte, ich muss noch. Ich würde sie hier hinstellen. Das war's für heute. Ich melde mich ab. Tschüss. Oh mein Gott. Ich würde gerne auch nach Hause. Ja, Niki, was passiert? Niki ist einfach kollapsed. Ist einfach gestorben.